Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mauser Kobart und ja, ich weiß, Schande auf mein Haupt, der Anfängerguide ist die letzten Tage ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich so viele andere Videos dabei hatte für euch. Ja, ich habe auch gleich, muss ich berichten, noch eine weitere Schande, die auf mein Haupt geht. Und zwar habe ich jetzt heute Morgen um 7 Uhr, Sonntagmorgen um 7 Uhr, mich hingesetzt und dachte so, okay, die Tochter ist wieder eingeschlafen. Die war von 5 bis 7 schon wach und wir haben so ein bisschen gespielt. Dann ist sie ins Bett gegangen, habe ich gedacht, ja komm, dann kannst du dich jetzt hinsetzen und eine Folge Anfängerguide machen. Ich habe auch 4 Runden gespielt und die will ich euch auch gleich zeigen. Das Problem ist, weil es irgendwie noch ein bisschen früh für mich war, habe ich vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Und ich sitze da und laber so vor mich hin und am Ende gucke ich dann auf meinen OBS, auf meinen anderen Bildschirm und denke so, scheiße, nein, du hast vergessen, die Aufnahme zu starten. Ja, kein Problem. Ich werde mit euch dann quasi die Replays besprechen. Dann gucken wir auch hier unten auf die Session-Stats. Die will ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Aber ich kann sagen, dafür, dass es Sonntagmorgen 7 Uhr und mal 5 war, liefen die Runden erstaunlich gut. Ihr seht, wir sind hier auch bei der Gunmark beim Kanaven ein ganzes Stück weitergekommen. Wir haben jetzt schon 29.700 Erfahrungen auf dem Weg Richtung Conqueror. Also da fehlen jetzt in Anführungszeichen nur noch 70.000. Vorweg möchte ich aber ganz kurz noch eine Sache mit euch besprechen, die ich vorhin gemacht habe. Ihr seht vielleicht auch, dass mein Kontostand ein bisschen niedriger ist als das letzte Mal. Da waren ja noch über 2 Millionen drauf. Warum? Weil ich hingegangen bin und die Rabattaktion, die derzeit zur Black Friday Week beziehungsweise dann auch Cyber Monday läuft. Wenn ihr hier aufs Lager und auf Nachschub da oben geht, also auf Nachschub drückt und dann hier unten auf die Wartung draufklickt, dann seht ihr, dass ihr bis zum 28. November, also noch 2 Tage Zeit habt, hier Rationen und auch Ausrüstung, also hier Ausrüstung 50% rabattiert, hier Rationen bei Verbrauchsmaterial oder große Reparaturkisten, große Feuerlöscher etc., was ihr so braucht, könnt ihr derzeit für einen Discount von 50% kaufen. Also viele haben ja gefragt, wann mal wieder so eine Aktion ist. Derzeit läuft sie, ich denke oder hoffe, viele von euch haben es schon mitbekommen. Die, die es von euch noch nicht mitbekommen haben, seien hier nochmal dran erinnert, dass ihr die Zeit nutzt bis zum 28., um euch hier nochmal richtig schön einzudecken. Wichtig, aber nicht auf die Idee kommen, jetzt Zubehör zu verkaufen, um dann Verbrauchsmaterial zu kaufen, weil ihr natürlich auch die 50% beim Verkauf einbüßt. Also bei solchen Aktionen niemals Sachen verkaufen, auch keine Panzer, erst dann wieder, wenn quasi die Aktion vorbei ist. Im Übrigen habe ich auch gerade die Panzer angesprochen. Auch da gibt es derzeit satte Rabatte, das reimt sich sogar. Die Stufen 6 bis 7 oder 5 bis 7, da gibt es 30% auf den Kauf und die Stufen 8 bis 10, da gibt es 15%, wenn wir hier mal ganz kurz drauf gehen, 15%. Also da könnt ihr auch nochmal erheblich was sparen. Wer da jetzt noch Panzer auf der Wunschliste hat, sollte das tun. Ansonsten ist das Umschulen von Crews auch derzeit rabattiert, das Umwandeln von Erfahrung. Also im Prinzip ist im Moment gerade alles rabattiert und deswegen nutzt die Zeit noch bis zum 28. und ja, schnappt euch ein bisschen was. Ich habe 1 Million investiert und zwar in Rationen für die Briten, weil ich auch den Conqueror und den Super Conqueror mit Rationen fahren werde und deswegen habe ich mich hier mit 100 Rationen erstmal eingedeckt. Auf meinem Hauptaccount habe ich noch deutlich mehr gekauft, aber wie gesagt, hier wollte ich jetzt mich nicht unter 1 Million Credits bringen. Und dann am Donnerstag werden wir das erste Mal wieder im Stream den Bosskeiler-Account fahren, wo wir dann auch hingehen werden und uns noch ein paar Credits verdienen und dann natürlich auch den Kanaven weiterspielen. Ansonsten hatte ich es ja, wie gesagt, gerade schon angesprochen. Die Session lief erstaunlich gut für mich und ich würde sagen, wir springen da dann jetzt auch gleich mal in die erste Runde. Und ich zeige euch die Runden jetzt auch so, wie sie chronologisch bei mir quasi dann stattgefunden haben. Ja, erste Runde sind wir auf Lakeville unterwegs und es ist eine 9er-Partie. Wir haben auf beiden Seiten 6 9er, der Rest 8er. Und ich habe mich jetzt hier dazu entschieden, nicht ins Valley zu fahren. Einfach weil das Gegnerteam relativ viele Panzer hatte. Renegade, Tornwagen, aber auch einen SMV, Progetto 66. Da waren einige dabei, wo ich gedacht habe,
nee, lass mal lieber stecken. Und vor allem, wenn ihr dann da im Valley steht und die Arti auch noch auf euch draufhämmert, im Hintergrund vielleicht dann noch ein SAP-TK sniped. Turtle hatten die Gegner auch. Auch der ist natürlich relativ nasty da an so einer Position. Und wenn wir jetzt hier sehen, T30, AI Phase 1, VK75. Also es fährt doch relativ viel Richtung Stadt. Und auf der anderen Seite unsere Neuner, Chief 10P, Lorraine, die fahren ins Valley. Da war ich eigentlich der Meinung, okay, das ist ganz gut aufgestellt. Da können wir ganz gut in der Stadt unterstützen. Ihr habt ja auch schon in diesem Anfängerguide quasi eine Runde gesehen, wo ich ins Valley gefahren bin. Und jetzt mag sich der eine oder andere fragen, woran machst du das denn fest? Und ich würde halt wirklich immer nur ins Valley fahren, wenn ich Top-Tier bin. Als Low-Tier muss man entweder zu viel Premium-Munition schießen oder man hat das Problem, dass die Gegner Premium-Munition haben, die euch easy durch den Turm holzt. Also, ob es jetzt ein SD1 ist, ob es jetzt ein Progetto ist oder was auch immer da so kommen kann, die meisten dieser Fahrzeuge haben die Fähigkeit, euch auch mit der Premium-Munition durch den Turm zu schießen und dann, wie gesagt, eine 9er Arti, wenn die euch aufs Dach scheißt, da sieht es dann relativ schnell, relativ düster aus. Deswegen hier, falls es jemand interessiert, für mich gegen das Valley entschieden. Wir haben jetzt aber auch schon gesehen, dass da eine Lorraine direkt abgekratzt ist. So, ich habe ihn jetzt hier erstmal nur auf Kette gestellt. Auch wenn ich ihn dafür keinen Schaden reingedrückt habe. Jemand anders konnte schießen. Ich habe ihn jetzt versucht zu retracken. Ich wollte eigentlich, dass er da oben gerne stehen bleibt. Hat jetzt ja auch schon gut kassiert. Von mir, vom, ich glaube, VK und dann auch noch vom Liz. Schade, dass der Rheinmetall nicht aufgepasst hat, weil wenn der Rheinmetall hier ein bisschen pleatsch gewesen wäre, da wo der BZ-166 eben stand, vielleicht hat er geschossen und hat daneben geschossen, ich weiß es nicht, aber dann wäre der jetzt hier auf jeden Fall tot und könnte jetzt nicht wegfahren. So, SD1, Schar, TVP, VTU. Dadurch, dass wir jetzt gesehen haben, was alles im Valley kommt, müssen wir natürlich hier ein bisschen Gas geben. Der Schar-Futur, interessante Route, nochmal schnell hier hinterher geschossen. Ich versuche halt immer die Gegner zu tracken. Das funktioniert halt leider nicht immer, das muss ich auch dazu sagen. Einfach halt auch, weil der Alpha-Schaden und damit dann auch der einhergehende Modulschaden vom Carnarvon relativ schwach ist, hat man halt das Problem, dass man die Gegner jetzt nicht ohne weiteres immer sofort auf Kette setzt. Trotzdem sollte man das immer probieren, gerade mit der DPM vom Carnarvon. Gibt es nichts Besseres, als immer zu versuchen, die Gegner auf Kette zu setzen. Und wenn dann irgendwann mal einer auf Kette steht und er hat kein Rap-Kit mehr, dann könnt ihr ihn mit dieser DPM gnadenlos retracken und abfarmen. Also wirklich, da gibt es auch in meinen Augen keinen besseren Achter-Heavy, der das in dieser Gnadenlosigkeit durchziehen kann, wenn es denn klappt. Kleiner Spoiler, wir werden das auch in diesen Replays hier noch sehen. Also achtet mal auch ein bisschen darauf. Also ich versuche wirklich, wenn es irgendwie möglich ist, immer aufs erste Kettenrad zu schießen oder aufs letzte Kettenrad. Also wie gesagt, immer den Trackshot zu bringen. Dass es nicht immer klappt, dass man nicht immer trifft oder der Alpha-Schaden oder beziehungsweise der Modulschaden des Carnarvon-Geschützes nicht immer ausreicht. Keine Frage, aber das ist gerade in dem Umgang mit dem Carnarvon, denke ich, extrem wichtig. So, jetzt hat das Gegnerteam, wie ich das gerade angesprochen hatte, heftig unsere Leute überpusht. Das ist natürlich auch dadurch begünstigt, dass die Lorraine 50 Tonnen wahrscheinlich den Panzer völlig falsch gespielt hat. Viele denken ja, sie könnten den so spielen wie den AMX M51 zum Beispiel. Aber bei der Lorraine ist wirklich nur der Turm gut gepanzert. Die Wanne ist halt extrem schwach gepanzert und wenn man sich da falsch positioniert und den Gegnern irgendwo die Wanne präsentiert, dann können euch auch die 7er und 8er ohne Probleme durch die Wanne schießen. Also die ist wirklich aus Papier. So, wir haben aber noch ein Light. Leider ist unser Even 90 da gerade im Austausch mit dem Char gestorben. Der Light bringt jetzt auch die Spots. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier APCR zu laden. Einfach um diese Panzer wie den SMV da auch verlässlich zu penetrieren, weil die doch schon relativ dick gepanzert sind. Ihr seht jetzt aber auch natürlich so ein bisschen die Schwächen der Kanone vom Carnarvon. Ich glaube, er war jetzt hier kurz ein bisschen sauer, weil ich jetzt hier nach vorne gefahren bin und er mir dann ins Heck gefahren ist und mich damit halt ein bisschen gedreht hat. Das war jetzt aber überhaupt nicht absichtlich.
4:8. Wir liegen über 4000 AP hinten. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Und der 1390 müsste jetzt halt mal anfangen, hier den Cap zu spotten. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier hochzufahren, weil man von hier oben einigermaßen gut in Richtung Cap schießen kann. Der 1390 lässt sich jetzt hier an der Stelle leider extrem viel Zeit, die unser Team nutzen könnte mit den TDs hier im Hintergrund, bevor das Gegnerteam aus der Stadt oder durch die Mitte anrückt, sodass wir die Base klarkriegen können. Also hier muss man sagen, vom Timing her des 1390 ehrlich relativ schwach. Auch jetzt, dass er da vorne den Kreis dreht, anstatt hier nur einfach, also Leute, wenn ihr hier steht, ihr müsst hier nur einfach mal kurz hochpieken und dann den Cap spotten und dann könnt ihr auch schon wieder abtauchen, sodass die Gegner da hinten aus der Base, die eure Base gerade cappen, nicht auf euch schießen können und dann könnt ihr auch wieder verschwinden. Es ist dann halt in so einer Situation nur wichtig, dass ihr dann als Light einmal den Cap aufmacht. Ihr müsst dann nicht vor dem Cap irgendwie vor allen Kanonen querfahren und hoffen, dass keiner trifft, weil das habt ihr gesehen, wo das endet. Aber zumindest euch, noch schlauer wäre es eigentlich gewesen, vielleicht hier in den Busch sich von vornherein zu positionieren. Also wenn ihr seht, das Valley geht verloren und ihr habt als Light noch die Möglichkeit, hier irgendwo in den Büschen zu verschwinden, dann macht das, haltet durchgehend am besten den Cap auf und dann hat man auch eine Chance, hier hinten aus der Ecke sehr gut den Cap zu verteidigen, um dann noch ein, zwei Panzer abzustellen, die nach hinten sichern. So hat das jetzt halt, wie gesagt, sehr lange gedauert. Die Gegner aus der Mitte und aus der Stadt konnten jetzt aufschließen und wir haben unseren Cap auch nicht freigekriegt. Damit jetzt hier die Niederlage. Und ja, grundsätzlich würde ich sagen, weil jetzt einer sagt, ja, das liegt aber daran, dass du nicht ins Valley gefahren bist. Das Valley ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Ja? Der Cap hier ist total offenliegend. Und auch auf der anderen Seite, da ist er sogar noch offenliegender. Da wäre es im Prinzip eigentlich nur wichtig, dass irgendjemand mit Sichtweite den Cap offen hält, dass wir die Stadt behalten und dann hier hinten einfach die Decaps bringen und dann muss das Gegnerteam erstmal was machen. Also das wäre so Optionen, die man da hat. Leider, leider hat das jetzt hier überhaupt nicht geklappt. So, und jetzt sehen wir auch, was so Premium-Munition macht. Na, das ist jetzt hier im Prinzip der TL-7 mit APCR. Und ihr seht das, wenn ihr jetzt mal ganz kurz hier auf meinen Turm schaut. Also die meisten Schüsse davon sind jetzt durch den Turm geflogen. Und das wäre auch eine Sache, die uns dann im Valley passiert wäre. Ja? Also gerade die Neuner mit der ja schon fast 10er Premium-Munition haben eigentlich überhaupt gar keine Probleme, euch durch den Turm zu schießen und deswegen sollte man, auch wenn der Kanave natürlich seine stärkste Kampfkraft hat, wenn er irgendwo halt unten steht, sollte man ins Valley hier auf der Karte nur fahren, wenn man Top-Tier ist. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ihr könnt aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Ja, die zweite Runde ist auf LH Luf passiert. Wir haben hier ein reines Achtergefecht, auf beiden Seiten eine Arti, zwei Lights. In unserem Team 3 TDs, im Gegnerteam 4 TDs, aber ich würde sagen, das ist so ein Template, was tatsächlich ganz brauchbar ist. Also wir haben Heavies auf beiden Seiten, wir haben Mediums auf beiden Seiten, wobei auch hier irgendwie die Verteilung ein bisschen komisch ist. Wir haben nur 4 Heavies, die Gegner haben 5 Heavies, dazu haben die Gegner noch 4 TDs. Dafür haben wir eine ganze Menge Mediums mehr, aber natürlich auf so einer Karte wie El Aluf ist das jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, weil hier natürlich ja, gerade in der Heavy-Gasse, hier dieser ganze Bereich hier in diesem Segment, da spielt sich der Punk ab und da ist relativ häufig halt auch erstens Halldown-Fähigkeit und zweitens natürlich dann aber auch Panzerung gefragt. Wir haben im Gegnerteam einen Tornwagen, einen Skoda, einen M4Y, Defender 703. Also schon Heavies, die man ernst nehmen sollte, auch gerade auf dieser Karte ernst nehmen sollte. Unser erster Light ist jetzt auch direkt mal tot. Also es geht gleich wieder hervorragend los. Trotzdem, es gibt eigentlich kaum bessere Einsatzszenarien als so Karten wie El Haluf, Westfield und Co. für diesen Panzer. Gerade in diesem Matchmaking hier, da kann man schon viel machen. Und wenn ihr jetzt sicher gehen wollt, wir haben ja auch noch ein T-832, dreimal Burask. Also das kann schon gut werden. Aber wenn ihr jetzt sicher gehen wollt, dass euer Team sich nicht vor euch wegschmeißt,
dann seht ihr zu, dass ihr hier, gerade wenn ihr mit so vielen Leuten hier seid, das Gefecht zum Gegnerteam tragt. Ich weiß, das Risiko ist da, weil die Gegner halt mehr Heavys haben, einen Heavy mehr, einen TD mehr. Und wir sehen ja auch schon hier SMV und T28, die sind hier auch schon mit angerückt. Aber unser Defender, der versucht da jetzt gerade von der Seite reinzufahren, weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt so aggressiv machen wollen würde. Eigentlich war der Plan hier nur, die Leute zu baiten, um dann den T832 wirken zu lassen. Und wenn der Tornwagen mal schießen sollte, also wenn wir da mal so einen Schuss provozieren können, der hat so einen schlechten Reload, dass wir dann einfach zweimal zurückschießen können. Also zweimal 280, zack, ist die Fresse dick. Dann können wir hier auch positiv traden. Das ist zumindest der Plan. Nun mal gucken, ob das so aufgeht, weil der Defender hier links von mir, der wurde da jetzt gerade angepusht von dem Skoda und dahinter kam dann auch noch der Defender aus dem Gegnerteam. So, SMV hat geschossen, der Tornwagen hat geschossen und SMV lässt sich zurückziehen oder zurückfallen und der Tornwagen, wie gesagt, wenn der einmal geschossen hat, dann muss man ihm zwei geben. Das hier sieht mir jetzt nach einem Push-Versuch aus. Hier wieder erstmal auf Kette gestellt, auch wenn es keinen Schaden macht. Jetzt ist das Rap-Kit weg. Schade, dass da jetzt nicht von meinem Verbündeten irgendwie noch ein Rap oder ein kritischer Treffer gekommen ist. Tornwagen ist an mir gebounced. Der Skoda hat noch einen Schuss, glaube ich. Ja, da kam er. Und jetzt ist er im Reload, das heißt, wir können ihn abfarmen. Und der Tornwagen hat so eine schlechte DPM, er zielt nicht mal auf mich. Jetzt kommt hier auch noch ein Progetto rein. Den habe ich jetzt tatsächlich nicht kommen sehen. Und jetzt sieht es auch ganz, ganz bitter aus. Schnell mal hier wieder in Deckung gefahren, Panzerungen nutzen. Ja, und glücklicherweise habe ich halt noch ein Team. Tornwagen hat jetzt geschossen und da kommt jetzt ein Buras reingefahren. Und das ist natürlich sehr, sehr nobel von ihm, dass er mir hier hilft. Konnten jetzt hier den Defender rausnehmen. Der Tornwagen, er müsste mich jetzt schon blow-upen oder anzünden. Ansonsten könnte ich noch einen Schuss von ihm überleben. Burask ist gerade am Nachladen. Wie gesagt, dass er hier mit reingekracht ist, war sehr, sehr löblich. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier den Tornwagen runterdrücken. Er fährt auch einfach drauf, genau so, einen Schuss nehmen. Und ich bin jetzt da, einmal wieder versuchen auf Kette zu stellen, hat leider nicht geklappt. Buras hat zwei Schüsse gemacht, lässt sich rausfallen. Und von der Seite kommt der Progetto. Also, gutes Teamplay hier. Keiner hat die Leute im Stich gelassen. Alle sind hier mitgezogen. Wir haben den Push hier. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen aggressiv war. Trotzdem konnten wir so vielleicht auch unseren Mangel an Heavys und dicken TDs ein bisschen kompensieren. Natürlich auch nicht zuletzt, weil der Vipera gar nicht mit hier auf die Flanke gefahren ist. Das wäre natürlich auch böse geworden. Aber auch unser Kari und so, ich muss sagen, hier wurde gut mitgespielt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wir selber haben ja auch unser AP mit eingebracht. Das Gegnerteam ist dann ein bisschen frech geworden mit dem SMV, dem Progetto und Co., was da dann alles kam, um uns da aus der Dip rauszuholen. Also auch da nochmal Danke an das Gegnerteam. Und auch hier wieder, wie gesagt, ich habe immer versucht, die Gegner auf Kette zu stellen. Es hat zwischendurch funktioniert, manchmal hat es nicht funktioniert. Aber wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, immer aufs erste Kettenrad. Und es gibt nichts Frustrierenderes für Leute, die euch da pushen wollen an so einer Position, die ihr erstmal auf Kette setzt. Also, und wenn dann noch einer aus eurem Team mitdenkt, wenn der Kollege sein Rap-Kit zieht und ihn dann direkt retrackt, dann ist da direkt instant Feierabend und sowas verängstigt natürlich dann auch die anderen Gegner. Ja, also das war jetzt hier der erste Sieg. Ich hatte Gott sei Dank dann auch die Booster aktiviert, also Crew Booster und Erfahrungsbooster. Und das hat natürlich dann geschmeckt. In der dritten Runde geht's auf Kloster. Wir sind das allererste Mal jetzt wirklich Top-Tier. Wir haben im Gegnerteam 56 TP, BZ166, M41, Rev, Progetto. Ja, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, der einzige Panzer da, der jetzt in irgendeiner Art und Weise wirklich zu einer Gefahr werden könnte, wäre der Progetto. Oder ansonsten, wenn das ganze eigene Team, was ja jetzt auch nicht selten vorkommt, komplett versagt, aber ansonsten
ist das jetzt hier eigentlich ein Heimspiel für den Kanaren. Ja, man fährt auf seine Heavy-Flanke und dann fährt man einfach über die Gegner drüber. Das ist in der Theorie zumindest so, wie es läuft. Einfach weil der Kanaren ein brettstarker Panzer ist in solchen Situationen. Die 7er, die 6er, die haben gegen diese Art von DPM halt wirklich nur eine Chance, wenn ihr gar kein Backup habt. Das sieht jetzt auch nicht gerade so aus, als wenn wir so mega viel Backup hätten. Aber immerhin, KV-5 und meine Wenigkeit fahren zusammen auf eine Flanke. Karo ist ein bisschen später gekommen, aber kommt jetzt auch mit auf die Flanke. Also, wenn jetzt hier zwei Achter zusammenfahren in so einem Matchmaking, denke ich, dann ist das schon ausreichend. Wenn ich jetzt hier nur den KV-2 mit auf meiner Flanke hätte, dann wäre ich sicherlich jetzt wieder umgedreht. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt hier die größte HP Zusammenkunft haben mit der größten Feuerkraft, denke ich, ist das hier legitim. Progetto ist auf der anderen Flanke, der BZ-166 auch andere Flanke. Also jetzt kann man eigentlich schon überlegen, macht es jetzt hier Sinn, weiterzufahren. Auf der anderen Seite fehlt halt noch kompletten 56 TP. Ansonsten war im Prinzip alles gespottet, bis auf dann noch der Challenger. Und ich hatte jetzt eigentlich gute Hoffnung, dass hier vorne jetzt vor uns der 56 TP alleine steht. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für so einen Kanaren mit eurer DPM. Ihr könnt euch auch gerne von ihm ein paar Schüsse fangen und dann tradet ihr ihn einfach ab. Also ihr tauscht mit ihm. Er gibt euch einen, ihr gebt ihm zwei und dann habt ihr ihn auch ruckzuck down. Aber wie ihr seht, ist niemand hier. Das Gegnerteam ist quasi vor uns davongelaufen. Und ja, spätestens jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, wo man dann umdreht. Also jetzt hier weiter zu pushen. Der KV-5 schießt da in die Mitte auf den T-34-85. Die Gegner sind jetzt alle weitergefahren. Auch der M41-REF war da in der Mitte. BZ-166, wie gesagt, Progetto. Drei von den Achtern sind schon bei uns quasi in der Base. Ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob ich da reinschießen kann. Hab's einfach nochmal probiert. Ihr seht jetzt auch, dahinter kommen noch ein paar 6er und 7er. Also EBR Hotchkiss ist noch dabei, T-43, Stritzwahn. Also da ist eine ganze Menge am Start. KV-2, der war ja auch mit da auf der Flanke schon gespottet. Und das ist natürlich jetzt das Worst-Case-Szenario. Dass ihr hier auf eine Flanke fahrt und es kommt dann wirklich keiner. Und der 56 TP, das muss man ihm zugute halten, hat es jetzt hier in der Situation gut gemacht. Er hat sich jetzt nicht alleine noch weiter nach vorne getraut und ist quasi so verblieben, dass er zumindest von seinen Artis und von den TDs, die es da gerade noch gab, Hilfe bekommen kann. Aber die HP, Gott sei Dank sind wir direkt umgedreht. Die HP sind nämlich jetzt hier zu Hause. Da kommt zum Beispiel ein voller PKV2. Da sind wir übrigens wieder bei dem Thema Trackshots. Ja, ich lasse nicht locker, ich werde nicht müde, euch das immer wieder zu erzählen. Immer wieder auf die Kette. Und ihr seht auch, wenn er dann auf Kette steht, ich versuche dann immer auch wieder auf das erste Kettenrad zu schießen. Und somit hat der KV2 jetzt hier ausgedient. Und das funktioniert natürlich auch bei anderen Fahrzeugen. Wichtig ist halt, dass ihr es immer wieder macht, es sei denn, die Gegner sind natürlich frontal zu euch. Aber jetzt hier zum Beispiel auch wieder auf die Kette gezielt. Wenn die Gegner dann so drehen wie der Progetto, ist halt instant Feierabend für die Kollegen. Und das ist dann das, wo der Kanaren so wirklich in seinem Element ist. Und noch dazu sammelt man natürlich auch für die Gunmark wertvollen Unterstützungsschaden. Wenn man nicht spottet, ja, dann kann man ja wenigstens hier mit den Trackshots agieren. BZ-166 da hinten hat da gerade den EBR rausgenommen. Ich habe jetzt kurz überlegt, da hinzufahren, aber dann habe ich gesehen, der KV-5 ist schon da und der wird ihn locker richten. Also da bin ich jetzt mal von ausgegangen, weil er einfach auch noch einen Type 64, Type 58, T20 dabei hatte. Und im anderen Moment habe ich jetzt gesehen, erstens braucht der Karo meine Hilfe und zweitens war der 56 TP noch voll. Das heißt, jetzt haben wir unsere AP zusammengehalten und können jetzt quasi hier gut abtauschen. Da unten ist jetzt hier noch ein Hotchkiss, da können wir noch mal ein Schüsschen machen. So, Dankeschön. Karo lässt sich jetzt hier droppen und jetzt können wir reingehen in den 1 gegen 1. Ich habe noch 1524 AP, er hat 1600. Ich habe die viel bessere DPM.
Aber ich habe jetzt hier leider meinen einen Schuss verkackt. Das heißt, er hat einen kleinen Vorteil. Jetzt habe ich halt nur noch 1117 und er hat gleich auch schon wieder nachgeladen. Da muss es auch so gehen. Mit 1117 gegen 1600. Wieder hier auf Kette gestellt. Er zieht das Rap-Kit. So. Jetzt brauche ich auch keine Trackshots mehr machen, sondern jetzt gehen wir einfach nur noch Beast-Mode DPM an. Und ja, leider massive Low-Roll. 275, 227. Damit durfte er jetzt hier nochmal einen Schuss machen. Okay, sei ihm gegönnt. Wir haben es überlebt. Wir haben gewonnen und haben jetzt hier, obwohl die Runde so vielversprechend angefangen hat und dann so scheiße für uns gelaufen ist, weil sich keiner wirklich auf der Flanke blicken lassen wollte, haben wir dann hinten raus noch gut Schaden machen dürfen, weil wir rechtzeitig zurückgefahren sind. Wir haben uns nicht in die gegnerische Base locken lassen. Das sieht man ja leider auch immer viel zu häufig, dass die Leute aus dem eigenen Team, obwohl hier die dicke rote Wolke in eurer Basis ankommt, einfach hier weiter gepusht wird. Anstatt dann einfach hier zu sagen, okay, scheiß drauf, ich habe jetzt zwar nichts gemacht, aber ich drehe jetzt um und verteidige erstmal die Basis und man wird dann auch regelmäßig mit ordentlich Schaden belohnt. Wenn man jetzt hier weiterfährt, läuft man halt Gefahr, dass man irgendwie vielleicht die Mitte verliert oder durch Cap verliert, dass man hier hinten von den Artis beschossen wird, dass man hier voll ins Kreuzfeuer reinfährt. Also es gibt genug Fails, die hier produziert werden können und deswegen dann an der Stelle lieber zurückfahren und erstmal die eigene Base klarkriegen. Gerade als Top-Tier ganz, ganz wichtig, weil wenn da gegnerische Achter ankommen, was sollen unsere Sechser dagegen dann auch leisten? Und dann, wie gesagt, könnt ihr ja von da aus, wenn dann noch was da ist, weitermachen. Ja, und die letzte Runde, die ich heute für euch dabei habe, sind wir auf Studiansky unterwegs. Auch wieder in einem Achter-Only-Battle. Wir haben diesmal ein Heavy mehr. Das Gegnerteam hat drei Heavys. Ansonsten hat das Gegnerteam diesmal ja, ein Medium mehr. Also hier mal so ein bisschen andere Verteilung. So, meine Idee war jetzt hier auf jeden Fall in Richtung Süden zu fahren. Ihr kennt meine Einstellung zu Studiansky. Ich fahre hier eigentlich fast nie in den Bahnhof. Es sei denn, ich sitze in sowas wie einem Minotauro, E3, TS5 oder also halt so Keiler, mit denen man jetzt auch keine großen Optionen hat, da hinten in den Graben irgendwie gut zu agieren. Das war jetzt hier mein Ansatz und wir sehen ja auch, dass hier eine ganze Menge Leute mitkommen. Ne? Progetto ist dabei, MKZ, Caliban ist dabei, der HWK, ELC 90, auch beide Lights, BZ166 kommen mit, also schon. Das sieht sehr gut aus, schon eine ganze Menge Leute mit am Start und deswegen war ich hier eigentlich guter Dinge, dass wir hier in der Region eigentlich gut was zu tun haben. Man sieht aber auch, ne, wir haben, also das ist mir so aufgefallen, man hat relativ viele Leute, die schon sehr, sehr viele Runden haben auf ihrem Panzer um die Uhrzeit und dazu noch sehr viele Leute, die gefühlt es sehr eilig haben, nennen wir es mal höflich so. Also wenn wir das eben gesehen haben, die Kollegen, die da so in unsere Base auf Kloster gepusht sind, aber auch in der Runde davor auf El Aluf, ja, also weiß nicht, ob da sonntags morgens, man könnte das ja auch alles ein bisschen ruhiger angehen lassen. Hätte mich jetzt jemand gefragt, hätte ich gesagt, ja, die Leute sind noch beim ersten Kaffee gerade aufgewacht oder so. Da wird es wahrscheinlich alles ein bisschen campiger, ein bisschen mehr vom Gas runter, aber genau das Gegenteil ist eigentlich das Gefühl. Man hat irgendwie das Gefühl, dass die Leute noch schnell, bevor die Familie aufsteht, ihre Tagessiege einfahren müssen. Oder aber auch, keine Ahnung, von der Nachtschicht nach Hause gekommen sind und nochmal schnell zwei, drei Runden fahren. Würde mich auch mal interessieren, ob ihr da irgendwo dabei wart und wenn ja, was so bei euch die Motivation ist, sonntags morgens um 7 schon zu zocken. Wie das bei euch das aussieht und ob ihr dann wirklich auch versucht, jetzt noch schnell irgendwie vorm Frühstück mit der Family oder so eure Tagessiege einzufahren oder ob ihr morgens spielt, weil ihr es angenehmer findet. Weil ich muss sagen, für mich war die Session tatsächlich relativ angenehm. Wir konnten auch viele Leute sehr gut dafür bestrafen. Ich habe jetzt hier gewartet, bis der BZ-176, für die Leute, denen es nicht aufgefallen ist, ja. Also ich habe den Astron Rex bekämpft und dann habe ich im Augenwinkel gesehen, dass der BZ-166, also hier der Forschungsbaumpanzer, seine Raketen gezündet hat. Und in dem Moment bin ich auch losgefahren. Wir hatten genug Leute da.
Und man sollte dann, wenn jetzt jemand sagt, okay, komm, ich fahre da jetzt rein, ich nutze jetzt meinen Boost, die nicht einfach alleine da reinfahren lassen und verrecken. Ja? Weil da war jetzt ja auch noch der AMX, da war noch der LT432, der Indian-Panzer. Das ist immer ein bisschen kacke, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit reinzufahren und ihr lasst dann den Kollegen da alleine reinfahren, sodass er von möglichst vielen gleichzeitig kassiert. Deswegen bin ich da jetzt mit reingefahren. Das ist ja auch immer ganz gut, weil man kann sich das dann so ein bisschen teilen. Ich konnte mich um den Indian-Panzer kümmern. Die anderen Kollegen konnten sich da dann um den AMX kümmern. Der LT ist auch noch mit rausgegangen. Also wir haben hier schön das Bachbett für uns geholt. Wir sind jetzt mittlerweile auch schon bei 2000 Schaden, haben dem Indian-Panzer, der selber keine schlechte DPM hat, auch noch mal ganz kurz gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. So, sicher zielen. Okay, er ist schon tot. Bisschen übermotiviert jetzt hier, der BZ-166 und der Charioteer. Also, das muss man jetzt schon so fair sagen. Im Hintergrund stehen ja noch eine Su-130 und ein Skorpion. Also die TDs, es campen immer TDs da hinten auf der Grundlinie. Und das muss einem einfach klar sein. Und dann ist halt auch, wenn da zwei solche Endgegner auf euch schießen, ich meine die Su-130 PM, 520 Schaden, der Skorpion 490 Schaden. Wenn die euch beide treffen, seid ihr einfach mal instant 1000 AP los. Wenn ihr dann vorher schon ein paar Schüsse kassiert habt, ja, dann ist die Runde halt definitiv vorbei. Und das heißt ja auch nicht, dass ihr nicht durchaus auch zwei High Rolls kassieren könnt und dann seid ihr einfach mal 1200 HP los. So, jetzt zeigt sich hier wieder das hässliche Gesicht von der Kanone des Carnarvon, nämlich diese teilweise echt unzuverlässige Wumme. Wir haben jetzt drei Schüsse auf die Su abgeben dürfen, bis sie geplatzt ist. Und nur ein einziger hat getroffen und penetriert. Der erste ging gänzlich daneben, der zweite ging nur tief in die Ketten. Dafür haben wir jetzt hier unseren Fernschuss auf den IS-22 getroffen. Mein Gott, aber wie gesagt, damit muss man einfach leben beim Carnarvon. Sobald man auf größere Entfernungen schießt, selbst wenn ihr voll eingezielt seid, kann es durchaus passieren, dass eure Schüsse, ja, sonst wohin fliegen. Die Runde war relativ zügig. 5 Minuten hat es jetzt hier gedauert. Das Gegnerteam hat natürlich auch sehr fair da mitgespielt. War sehr aggressiv, muss man sagen. Und verhalten passiv zugleich. Also auf der einen Seite haben die Gegner gar nichts gemacht. Abgewartet. Die TDs haben nicht mitgespielt, haben sich nicht mit nach vorne verlegt und haben uns damit dann den Graben geschenkt und den Graben dann inklusive der Lights und Mitspieler, die dann sich gewagt haben, da reinzufahren. Wie gesagt, Liberty, Indian Panzer, der LT-432, der Burrasque etc. Die sind da so ein bisschen verkauft worden von ihrem CDA und den beiden Skorpionen und Su-130 PM. Aber wie gesagt, man muss halt natürlich auch aufpassen, wenn man dann hier weiter antreten will. Hier hinten in dem Bereich steht, wenn ein Light noch lebt, meistens ein Light drin und dann auch die TDs. Deswegen da immer vorsichtig sein und nicht leichtfertig dann einfach mit Blutschaum vor dem Mund weiter rasereimäßig da durchgehen, sondern dann mal wieder kurz den Kopf anmachen, überlegen, auch gucken. Dem eigenen Leid, wenn er dann noch da ist, vielleicht Zeit geben, aufzuschließen. Der HWK hat das jetzt ja hier sehr gut gemacht und hat hier die Kollegen gespottet. Also auch wenn er dann geplatzt ist, trotzdem die Hecke da geklärt und die Heckenpenner rausgetrieben. Ja, das war die 4. Runde. Ja, und zum Schluss schulde ich euch natürlich noch die Postgame-Stats. Wir fangen an mit der 1. Runde. Das war Lakeville, das ist eine Niederlage geworden, aber ich denke trotzdem haben wir uns da ganz gut geschlagen. Wir haben insgesamt knapp 2500 kombinierten Schaden gemacht, einen Kill. Schauen wir hier ganz kurz drauf, 2295 Schaden. Leider, ja, sag mal so, sind die Gegner zu gut positioniert gewesen und die Spots kamen vielleicht auch ein bisschen spät, weil sich da die Gegner dann auch schon in Position bringen konnten. Alles in allem, aber ja, denke ich, mit einem vertretbaren Ausgang. Und wir haben hier 1251 Credits gut gemacht. Die nächste Runde war auf El Aluf. Das ist ein Sieg geworden, 1. Klasse. Wir haben 3202 Schaden gemacht, 245 Unterstützungsschaden, 3 Kills. Und auch hier, denke ich, haben wir eine ganz gute Leistung gebracht. Der Burrasque hat uns da sehr gut unterstützt, weil sonst wären wir nämlich draufgegangen, wenn er da nicht so tapfer reingekracht wäre. Also hier an der Stelle auch nochmal danke für den Support. 1230 Basis-XP und am Ende waren es jetzt hier 11720 Credits. Plus, ich habe dann hier auch in der Runde meine persönlichen Booster aktiviert und damit sind wir mit dem mal 5
auf 6.765 Erfahrungen in der Runde gekommen. Das schmeckt natürlich. Die dritte Runde war dann erster Klasse auf Kloster. Wir haben hier das Großkaliberabzeichen bekommen. 3 Kills, 811 Unterstützungsschaden, 3.591 Schaden. Ich meine, nachdem wir am Anfang relativ viel durch die Gegend gefahren sind, ohne dass was passiert ist, konnten wir dann zum Schluss immerhin noch unser HP ganz gut abtauschen. 1.254 Basis-XP waren das. Top-Damage, ich denke, wie gesagt, die Runde war gar nicht so verkehrt. Und hinten raus haben wir 17.925 Credits Profit gemacht. Die letzte Runde war zweiter Klasse. Das war jetzt eigentlich ehrlicherweise so ein Auto-Win. Das Gegnerteam war nicht wirklich präsent. Wir haben darauf gewartet, dass der BZ mit in die Senke reinpusht, sind dann auch reingegangen und haben dann auch hier wieder die DPM spielen lassen. Man hat aber auch gesehen, dass die Kanone definitiv ihre Schwächen hat und dass man halt die Schüsse ehrlicherweise wie bei den britischen Mediums immer voll durchzählen muss. Und selbst dann kommt es vor, dass ihr die Schüsse nicht trefft. Also das Geschütz vom Carnarvon kann manchmal ein bisschen tricky sein. 478 Unterstützungsschaden, 3.233 Schaden und 2 Kills. Gucken wir hier ganz kurz drauf. 1.044 Basis-XP. Der KPZ hatte auch eine sehr, sehr gute Runde, sowohl als auch der Sumoa. Also ich denke, wir haben hier einen sehr, sehr guten Job geleistet. Gucken wir hier nochmal ganz kurz drauf. Hier haben wir 18.215 Credits plus gemacht. Also ihr seht, das macht sich auch schon gut bemerkbar, wenn man die Ration quasi im Discount kauft, weil dann macht man hier eigentlich so ziemlich jede Runde Profit und hat das dann über die Zeit auch einfach wieder drin. Also, wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, mal Rationen auszuprobieren, gerade jetzt, wo sie im Angebot sind und wenn ihr Credits überhabt, dann definitiv da mal ein bisschen zuschlagen, wenn jetzt dann quasi die Holiday-Ops kommen. Ich hoffe, dass wir dann wieder eine Festtagsatmosphäre haben und dass wir dann da auch wieder die Möglichkeit haben, ordentlich Credits zu verdienen. Jedenfalls ist das mein Hauptanliegen dann im Dezember. Wenn es wieder so kommen sollte, dass man einen durchgängigen Credit-Booster hat, dann werde ich die Zeit auf jeden Fall nutzen, um auf meinem Hauptaccount massiv Credits zu grinden und natürlich auch vielleicht ein bisschen hier auf dem Boss-Keiler-Account. In dem Sinne hoffe ich, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Seht es mir nach, es war relativ früh am Morgen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen ersten Advent und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ach so, und natürlich halt, bevor jetzt irgendjemand sagt, ja, das stimmt gar nicht, die Session war gar nicht so, muss ich natürlich ja hier nochmal auflösen. Ne? Also, wir hatten 4 Gefechte, eine Wertung von 11.537, 3.080,25 Durchschnittsschaden und 75% Siegrate. Also, ihr könnt es gerne nochmal selber nachrechnen, ob ich euch hier irgendwie Scheiße erzählt habe oder so. Nicht, dass jemand sagt, ja, der Maus, der lässt die ganzen schlechten Runden einfach wegfallen und zeigt uns hier nur die guten. Ne? Also, jetzt einen wunderschönen ersten Advent und bis zum nächsten Mal. Haut rein.